Hallo zu einem neuen Video. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, ich helfe jetzt meinem Bruder ein bisschen Kompass zu holen. Und genau. Vielleicht zeige ich ein paar Aufnahmen. Mal sehen, wie das gleich da so funktioniert. Passt. Genau. Thank you.
Dienstag, wir haben die zweite Tour geholt. Ihr habt das wahrscheinlich alles gesehen, so das Beladen und so. Das ist von, ja, was ist jetzt? Von heute gewesen, wenn ich das reingemacht habe. Muss ich mal gucken, wie das ist, wegen, wer ist jetzt? Ja, ob man das so viel sieht oder nicht, oder, ne? Ich will da jetzt auch nicht, ne? Ich habe jetzt nicht gefragt, um Privatsphäre und so. Genau. Da steht der Anhänger, da steht der andere Anhänger. Wir sind wieder doppelt gefahren. Hier haben wir jetzt nur 3 oder 4 Schaufeln drauf gemacht, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Hier haben wir heute mal, ich glaube 9 Schaufeln waren das. Und gestern haben wir gar nicht so viel drauf gemacht. Jetzt ist ja nur noch ein Anhänger. Ja, warum? Nicht so viel. Ihr habt gesehen, das ist schon ein guter Haufen gewesen. Man kann es ja schwer einschätzen. Die Räder sind porös. Na, alles ist nicht mehr so schön, ne? Ich habe den Steuer schon öfters mal gezeigt. Die glaube ich am besten sind, sind glaube ich diese hier. Die sind zwar auch schon ein bisschen porös, da eine Lauffläche, falls man sehen kann. Na, aber halt, ja. Der ist nicht mehr so ganz so. Ja. Und es ist, wie gesagt, ein 4,4 Tonner. Ich weiß nicht, wie viel er an Leergewicht hat. Ja. Auf jeden Fall ist doch schon ganz schön Gewicht dran gewesen oder drauf gewesen. Genau. Soweit dazu. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das sind ja jetzt 3 Haufen gewesen. Meine 3, ne? 3 Touren. Ja, mein Bruder hat die erste Tour hingefahren. Dann habe ich ja gestern und heute noch einen gefahren. Genau. Und halt 2 von den Anhängern sind da. Also ist schon ein guter Haufen. Ich weiß gar nicht, kann man das so sehen auf der Kamera? Ja. Ich glaube schon. Genau. Soweit hierzu. Und ja, ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Wir haben diesen Anhänger günstig, ja, geschossen von Bekannten. Man würde sagen, vom Bekannten, also vom bekannten Landwirt, kann man sagen. Der hat uns gefragt, ob wir den haben wollen. Ja, haben wir gesagt. Ist zwar ein Köpfer, wie gesagt, oder wie auch schon mal. Vielleicht schaffe ich das ja mal, den nochmal zu verlinken, das Video. Den als Projekt richtig wieder fertig zu machen. Ja, das Problem ist halt grüne Nummer. Mehr sage ich nicht. Genau. Er muss wieder fertig gemacht werden, wie man hier sieht, ne? Und da sieht. Also, das ist hin, ne? Ja. Ich denke mal, ich mache den soweit wieder fertig. Die Klappen zumindest. Ne? Auch wieder mit Rauschbund. Ich weiß nur noch nicht, ob ich. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Zumindest das fertig. Und hier muss ich nochmal nachgucken, nochmal maßen, ob man die hier auch neu nimmt. Hab ich das überhaupt gezeigt? Die hier, ne? Ob man die neu nimmt. Oder ob man die, ja, lässt, dann nur die an, das neue Rauschbund, ne, das ist ja Rauschbund, ne, hier, Nut und Feder, oder nur, ja, Nut und Feder kann man da sehen, so würde ich das auch wieder machen, aber ich das da einfach nur wieder ran mache und die neu, meine Mama meint, warum neu, aber, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber, ja, muss man mal sehen, ne. Im Prinzip geht das ja noch, aber ja, ich guck mal, wie teuer das ist und so. Ne? Ansonsten muss man mal gucken, ob man diese hier so wieder kriegt. Ne? Und dann würde ich sagen, nimmt man die hier erstmal wieder und dann, ja, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Geld hat oder so, dass man dann halt, ja, die hier vielleicht mal austauscht. Ne? Genau. Und wie gesagt, die hier muss ich mal gucken, ob man die wieder austauscht oder nicht oder. Ja, weil das kostet ja auch wieder Geld.
Genau. Das ist aber hier, ja, gut, er steht ziemlich draußen. Das hier würde ich nicht wieder ranmachen, aber das würde ich, also das hier, würde ich nicht wieder ranmachen, aber ich würde es weglegen halt, ne? Weil, ja, wir haben keinen Küpper und, genau. Ansonsten könnte man das, denke ich, trotzdem, ja, man könnte es nochmal nachträglich reinsägen, das ist ja jetzt nicht das Problem, ne? Ich glaube, der ist sogar noch nicht mal mittig drinne, wie das aussieht. Aber wie gesagt, das ist aber so ein zusammen, ein bisschen zusammengeschustertes, wie gesagt, Video verlinke ich mal am Ende nochmal. Projekt, ja oder nein. Na, hier ziemlich stabil alles, ja. Ich bin auch noch überlegen, ob man das eventuell bisschen noch umbauen könnte zum Ballenwagen, so ein bisschen leichter. Aber dafür müsste man sagen, gut, wir nehmen diese Klappen hier raus oder zum Rausnehmen. Aber dann müsste man die hier neu nehmen. Weil ja, wenn man die rausklappt, ist man ziemlich breit. Und ja, wäre dann ja vielleicht schöner, wenn man die, wenn was anderes ranmacht, irgendwie, dass das halt ja nicht ganz so breit ist, aber die Ballen trotzdem schön da drauf liegen, würde ich sagen. Dann wurde eigentlich verkiffern. Ich glaube ja, ne? Ja, die machen nämlich Wasser. Genau. Um den Ritzi fertig zu machen, brauchte man auch eine neue Deichsel. Die Bremse muss wieder fertig gemacht werden. Ja. Und ja, ob man den eventuell zum für den TÜV richtig fertig macht. Brief brauchte man dann. Und da müssen wir mal gucken, wie man das überhaupt hinkriegt mit so welchen oder so alte, ja, Anhänger. Ansonsten ist das ein schöner Anhänger, ne? Für uns ausreichend eigentlich. Körper muss man auch gucken. Habe ich auch schon gedacht, ob man das einfach ein Schweißgerät sich zuholt, aber das ist alles da verrostet und so. Ich habe jetzt zwei Stempel, ne? Man muss eigentlich nur vorne den Tankflat neu machen oder reinigen und gängig machen und dann ist eigentlich alles soweit wieder fertig, ne? Aber ja. Oder man sagt, den weg irgendwie und sich einen kleinen Einachser holt. Irgendwie einen 5-Tonner oder irgendwie sowas. Ja, oder einen 4-Tonner irgendwie so. Muss man mal gucken. Der ist zwar dann nicht ganz so lang und so breit. Breit glaube ich ja, aber nicht ganz so lang. Ja. Aber kostet halt auch Geld, ne? Müsste man vielleicht mal nachgucken, was jetzt das Sinnvollste ist. Aber ich denke mal, dieses Video ist schon lang genug und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.